Aussicht gefrühstückt. Wir sind ja immer noch hier in Samui. Und ja, es gibt Obst. Dann probiere ich mich heute mal an glutenfreiem Brot. Das habe ich mal ein bisschen getoastet. Mal schauen, wie das schmeckt. Und dann habe ich hier Salat. Ich möchte mich heute mal einen Salat satt essen. Und zwar ja, Salat. Dann habe ich hier ein bisschen gebratenes Gemüse, einen kleinen Löffel gebratenen Reis und ein bisschen gebratene gelbe Nudeln. Genau, und dann esse ich dann noch einen Teller Salat und noch einen Teller Frühstücksflocken. So, wir sind jetzt hier am Pool und lassen heute noch mal so richtig die Seele baumeln, bevor morgen dann die Reise weitergeht. So ein bisschen im Schatten entspannen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Da hinten ist halt das Meer. Einfach nur schön. So, jetzt muss ich doch glatt mal den Selfie-Stick hier aktivieren und wollte euch einfach mal zeigen, ich hätte meine Sonnenbrille aufsetzen sollen, wollte euch noch mal das türkise Wasser zeigen. Das ist ewig schön hier. Das ist total schön. Schaut mal. Das ist ewig schön. So, wir sind jetzt mal im Fischer Village und hier feiern wir heute Geburtstag. Und jetzt sind wir gerade im Karma Sutra einen Cocktail trinken. Ich film mal hier. Das ist irgendwie so das ganze Gegenteil von vom Chaweng Beach in der Stadt, wo wir dann immer einkaufen waren und gefeiert haben. Jetzt ist alles viel, viel ruhiger und viel malerischer irgendwie. Ich finde es total schön hier. Also es ist so, es ist hier wahnsinnig romantisch und schön. Ich werde jetzt mal die Kamera einschalten. Ich werde sie vielleicht auch noch öfters heute Abend einschalten. Aber ich sage euch gleich, diesen Eindruck, den man hier hat, den kann man auf jeden Fall nicht per Kamera festhalten. Auf keinen Fall. Ihr schaut euch das an. Das ist so wunderschön. Das ist der Hammer und das kann man einfach nicht per Kamera, das kann man nicht festhalten. Das muss man einfach erleben. Deswegen schalte ich jetzt die Kamera mal wieder aus. Wir sind gerade in einem total richtig teuren Steakhouse gelandet. Ich ernähre mich gleich, ich habe jetzt bestellt. Servietten fliegen weg. Ich habe jetzt bestellt so eine gemischte Platte, wo gegrilltes Gemüse drauf ist, Karotten, Blumenkohl und Brokkoli. Dann habe ich bestellt Fried Onions, also Zwiebeln, frittierte und Baked Potatoes, also eine gebackene Kartoffel. Und ja, mein Freund, der Geburtstag hat, der hat ein richtig schönes, ordentliches Stück Fleisch sich rausgelassen. Aber ich meine, ja gut, er isst wenig Fleisch und dann sehr bewusst und ja, ich akzeptiere es. Aber es ist ein richtig schicker Laden hier und es ist einfach total traumhaft schön. Und ich denke, ich werde die Kamera dann nochmal einschalten, um euch das Essen zu zeigen. Und dann ist, denke ich, Schluss für heute mit dem YouTuben oder mit dem Vloggen. So, Essen ist da. Ich habe einige Dinge bestellt. Und zwar sind das die frittierten Zwiebeln, die unglaublich gut sind. Dann habe ich mir hier bestellt Brokkoli, Möhren, also gemischtes Gemüse kennt man ja. Hier ein Salat und da ist noch eine gebackene Kartoffel. Also echt toll hier. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir waren jetzt gerade gut essen und jetzt schauen wir uns hier so eine Feuershow an. Echt ziemlich nice. Kommt aber alles per Cam überhaupt nicht so rüber, das kann ich euch eh versprechen.
Jetzt stehen wir hier alle in solche Momente, wenn man einfach nur heulen möchte, weil es so schön ist. Das ist heute so ein Moment, es ist so schön hier. Lass uns einfach mal die Kamera ein bisschen laufen und dann schneide ich euch was raus. Oh, es kommt gerade Personal, wir bestellen jetzt mal einen Drink. Es ist echt einfach. Sagen, es ist einfach wundervoll hier. Es ist wirklich einfach nur wundervoll hier. Die Feuershow ist jetzt zu Ende und ich zeige euch jetzt nochmal ganz in Ruhe. Das hier sind Boote. Da hinten fährt unser Boot ein, aber ich weiß gar nicht, das Display ist immer so klein beim Filmen, dass ich immer gar nicht weiß, ob es das alles filmt. Ja, auf jeden Fall fährt da gerade unser Boot ein, weil es geht nämlich jetzt von Koh Samui aus nach Suratani. Da fahren wir. Da waren wir zwar schon mal in dem Hotel, aber von da aus kommt man dann am besten mit dem Zug und am bequemsten mit dem Zug nach Bangkok direkt, wo wir dann morgen sein werden. Genau, also da hinten fährt jetzt ein und ja, ich bin halt ganz schön kaputt, weil wir ja gestern Geburtstag gefeiert haben. Aber so ist es halt. Da fährt es ein, das gute Boot. So, wir sitzen jetzt im Zug. Ich habe das erste Mal auch eine Jacke an, weil die Klimaanlage immer so kalt ist. Friert es mich immer voll. Und wir sind mal wieder in Suratani, haben dann eine Nacht verbracht. Da habe ich euch jetzt bloß nicht eingeschaltet, weil es einfach uninteressant für euch gewesen wäre. Wir haben dann nur eine Nacht verbracht nach Koh Samui eben. Sind wir nach Suratani gefahren mit dem Boot und dann haben wir wieder im gleichen Hotel geschlafen, in diesem Journey Hostel. Was ziemlich klasse ist, weil ja, kostet einfach nicht viel, 14 Euro. Nee, 17 Euro durch zwei. Das Zimmer war recht sauber und ja, war alles gut, alles okay. Und deswegen habe ich jetzt da die Kamera nicht mehr eingeschaltet. Jetzt fahren wir direkt nach Bangkok
und verbringen da dann noch 3 Tage und sind jetzt erstmal 9 Stunden mit dem Zug unterwegs, haben bezahlt, umgerechnet, also 600 Watt, sind so ca. 15 Euro pro Person und da kann man echt nicht meckern, 9 Stunden Zug fahren, klimatisiert und ja, also von daher kostet ja nichts einfach. So, wir sind nach 9 Stunden Reise in Bangkok angekommen und haben hier ein Wohnzimmer gemietet für 50 Euro die Nacht. Das ist etwas dezent verrückt. Es gibt hier eine Mini-Bar, ja, das ist hier complimentary mit ja, Wasserkocher-Action und ja, das hier kostet aber, ich schaue immer noch mal in den Kühlschrank, was das ist. Ja, das kostet aber alles extra. Der Kaffee ist, Kaffee und Wasser ist kostenfrei. Dann ist hier die Aussicht. Wow. Wow, das ist ewig verrückt. Ja, eine tolle Aussicht haben wir hier auf die ganzen Wolkenkratzer auf jeden Fall. Also das ist erstmal das Wohnzimmer. Ist total, also zerlegt es mich ein bisschen. Total verrückt. Dann haben wir hier nochmal einen Fernseher. Einer reicht ja nicht. Das Bett. Und nochmal diese herrliche Aussicht. Und das Bad. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier Licht ist. Klo. Wo ist denn hier das Licht? Ah. Ah. So. Mehr Kopfkissen, das Safe. Bademäntel. Ich glaube, wir haben hier auch Pool-Action und so weiter. Dann schöne Seifen. Noch mehr Wasser, das Klo, das Badezimmer ist ewig schön und die Dusche und das war's. Jetzt organisieren wir uns noch was zu essen und das war's dann für heute. Bis morgen. So, wir sind jetzt noch mal schön die letzten 3 Tage in Bangkok am Genießen. Jetzt gehen wir gleich shoppen zum MBK und ja, das ist übrigens hier das Ramada Hotel. Das ist ja, eine halbe Stunde von überall aus weg, ist ziemlich im Zentrum und hat einen Pool, hat ein ewig tolles Zimmer, das habe ich euch ja gestern schon mal gefilmt. So, und jetzt geht's ins MBK zum Shoppen. Das Ramada Hotel ist ewig verrückt. Wir sind jetzt gerade mal an, am Restaurant vorbei gelaufen, da gibt es voll die Kuchen und alles ewig schön und ewig schick gemacht. Ich bin gerade am überlegen, ob wir uns morgen mal teuer Frühstück hier rauslassen, aber vermutlich nicht. Wir waren schon den ganzen Urlaub nicht so sparsam. Mal gucken. Was ist denn das bitte schön für ein lustiges Hotel? Wir fahren jetzt vom Ramada Hotel eine Station oder so zur Skytrain. Haben noch überlegt, ob wir eine halbe Stunde laufen sollen oder ob wir halt den Hotel-Shuttle nehmen sollen. Wussten allerdings gar nicht, dass das ein Boot-Shuttle ist. Und es ist echt ziemlich lustig einfach. Übrigens kostenlos. Das ist voll cool hier. Wir haben jetzt hier das Running Sushi entdeckt. Da gibt es ganz tolle Sachen. Da hinten das sind ganz viele Makis. Ich zeige euch das dann mal so im MBK. Das kostet ja, 10 Euro pro Person. Ich kann mir hier auch eine Suppe machen. Es gibt auch, fährt auch ganz viel dubioses Zeug vorbei, was ich glaube ich niemals essen würde, aber auch ganz viel leckeres Zeug. Gibt dafür zum Beispiel ein Stück Mais dabei. Und das macht total viel Spaß. Ich esse mich gerade an dieser Nudelsuppe tot. Also das ist so lecker. Nudelsuppe mit Pilzen und sämtlichem Grünzeug da drin. Und dann habe ich hier noch solche Makis, da ist so Algensalat obendrauf. Und hier habe ich so gebratenen Reis. Also ja, also ich werde auf jeden Fall hier gut satt. Definitiv. Ist so cool hier. Ich glaube, dieses Food Court ist wirklich... jetzt sind wir hier immer noch im MBK. Und jetzt sind wir in einem Food Court. Ich esse jetzt nichts. Ich bin noch satt von vorhin. Von der Nudelsuppen-Action. Und trinke einen Bananashake. Und dann geht es mal weiter. Und dann werden wir Geschenke shoppen. Und vielleicht etwas Klamotten. Und auf jeden Fall Geld ausgeben.
das macht mich fertig. Das MBK ist wirklich eine Zeitmaschine. Die frisst die Zeit einfach auf. Ewig viele Spielhallen gibt es hier, Möbelhäuser. Drin gibt es einfach alles. Ist total cool. Also hier kann man wirklich mal einen Tag verbringen. Und wieder einmal sind wir in einem Running Sushi, wo man sich alle Makis bestellen kann, die ihr euch vorstellen könnt. Außer Avocado ist leider aus. Leider. Aber da müssen wir einfach mal durch. Schaut ewig schön aus. Haben jetzt auch ganz viele vegane Sachen bestellt. Werden dann wieder so zubereitet und dann aufs Band gelegt und dann nimmt man sich die. Und es ist aber jetzt nicht All You Can Eat, sondern man bezahlt. Aber das ist nicht teuer. Und da kann man sich wirklich alles bestellen, was ihr euch vorstellen könnt. So, ich bin jetzt satt gemampft. Ich habe jetzt nicht jeden Maki-Teller da fotografiert, den ich gegessen habe. Also ich habe Makis gegessen mit Mais obendrauf und mit Spargel obendrauf. Und hier habe ich einen Teller und Wakame-Salat habe ich gegessen und hier so einen Teller Edamame und bin im Edamame-Himmel. Und ich habe nämlich jetzt nicht so viel gefilmt und fotografiert, weil ich glaube, wir verhalten uns hier eh schon komisch und die lachen uns eh schon aus, glaube ich. Warum, weiß ich noch nicht. Deswegen, ja. Aber gut geschmeckt hat es. Es hat sehr, sehr gut geschmeckt. So, das MBK war uns jetzt dann heute doch mal so doof irgendwie für den letzten Tag. Ja, hier ist wirklich eine Shopping-Mall dubioser als die andere. Wir sind jetzt in einer anderen, die heißt Platinum Fashion Mall oder so. Jetzt bin ich fast gestolpert. Total verrückt hier auch, was hier überall für Action geht und was hier für Konsum überall stattfindet. Total. Ich habe eigentlich gar nicht mehr Lust, hier irgendwas zu kaufen, aber wir wollen noch mal ein bisschen rumschauen. Aber echt hier brutal. So, wir sind mal wieder in einem Food Court gelandet. 1000 Essensstände um uns herum. Das ist einfach echt so klasse. Und jetzt gibt es ein spätes Mittag-Abendessen. Also ich habe hier so gelben Reis vom Inder mir geholt. Zwei vegetarische oder vegane Samosas und so Kartoffeln. Das ist echt klasse. Also hier gibt es auch mal wieder jedes Land ist mal wieder vertreten. Und Indisch geht einfach immer bei mir. Wir befinden uns hier gerade auf der Sky Bar, wo auch Hangover gedreht wurde. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt das? Leg irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß, aber ich sag das Legua. Das muss ich echt nochmal schauen. Dom Le Bua. Auf dem Le Bua Dom, wo auch Hangover gedreht wurde, im 63. Stock, trinken wir hier jetzt unseren Abschiedscocktail. Das Skyline von Bangkok. Das ist einfach mal wieder atemberaubend. Sieht ja alles den Fluss und ja, es ist einfach der Hammer. Uns wurden hier Snacks serviert. Oliven und Pistazien. Und hier trinken wir jetzt dann unseren Abschiedsmojito. Der letzte Urlaubsmojito. Und dann geht's morgen früh wieder nach Hause. Es ist einfach atemberaubend. Das ist wirklich der Hammer. Das günstigste Zimmer hier kostet übrigens über Agoda 350 Euro und das ist halt dann noch günstig. Also weil Agoda ist ja immer günstiger. Ja, wir lassen uns jetzt den letzten Cocktail schmecken und ich verabschiede mich jetzt mal hier aus diesem Urlaub. Bin ich trotzdem noch mal hier? Nein, ich habe kein Zimmer für 350 Euro und mehr gebucht. Wir sind hier nur, um einen Drink zu trinken. Und der ist schon teuer genug, weil ich bin nämlich nicht Grösus. Ihr habt mich noch nicht reich gemacht, haha. Ja, ich sage auf jeden Fall Tschüss und verabschiede mich jetzt aus diesem Urlaub. Sawadika!